Das Wetter der Woche. Diesmal das große Willkommen. Die Frage ist, was kommt denn nach dem Willkommen? Kommen da mehr Brandanschläge wie seinerzeit im katholischen Rottenburg? Oder kommt nach der Willkommenskultur das Angebot von Sprachreisen zurück in die sicheren Herkunftsländer? Man weiß es nicht. Das Willkommen allein auf den Bahnhöfen und die Abgabe alter Klamotten genügen bekanntlich nicht. Wir müssen dann schon mehr bieten, wenn wir wollen, dass es vorwärts geht mit unserem Land. Vorwärts und nicht vergessen. Das ist eine Losung, die wir uns zu Herzen führen sollen. Überhaupt das Herz, die Barmherzigkeit und vor allem der Verstand. Das Meer an Menschen, das tatsächlich auf uns zukommt, und zwar ohne, dass ein Damm bricht, das auf Dauer zu integrieren, ins Herz zu schließen, in den Kopf zu nehmen, anzunehmen und mit ihnen eine neue Gesellschaft zu bauen. Eine andere Welt ist möglich, aber nur mit denen.